Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wins and Fails, heute mit Diamond Star, meiner wunderhübschen schwarzen Lipizzaner-Stute. Wir machen mit beim Silverglade-Championat, mal schauen, wie es da gleich läuft. Ich habe Reiten mit 45, Pflege auf 24, Befehl auf 36 und Springen auf 22. Während Diamond Star 27 auf Stärke hat, 25 auf Disziplin, 28 auf Geschwindigkeit, 17 auf Ausdauer und 21 auf Agilität. Okay, dann wollen wir doch mal loslegen. Mal schauen, wie es läuft. Ich finde sie ist einfach nur so eine wunderschöne. Total schick. Ich bin sie lange nicht mehr in Championaten geritten. Aber ja, mal gucken. Und auf geht's! Ins Championat! Ich weiß gar nicht, ob das von der Seite, wenn man hier unten startet, dürfte das eigentlich nicht kürzer sein, wenn man oben links rumreitet. Weil da muss man ja erst noch einen Schlenker machen. Ich glaube, da sollte man sich das dann eher sparen. Oh Gott, das war gerade recht eng und knapp rum. So, normalerweise müsste jetzt die Aufnahme, was ich gerade aufnehme, für euch auch nicht mehr laggen. Weil jetzt kann ich endlich mein Spiel auf Vollbildfenster stellen. Also es ist den kompletten Bildschirm ausfüllt, aber trotzdem im Fenster ist. Und das ist immer so mein Trick, wenn das Spiel nicht leckt, aber die Aufnahme leckt, um diese Lecks dann rauszubekommen. Oha. Oh Gott, mein Pferd verreckt. Das sah echt so aus, als ob sie in der Luft stehen bleiben würde. Aber ich komme gerade nicht wirklich hinterher mit ihr. Ich komme gerade tatsächlich nicht wirklich hinterher. Hinter denen, was haben wir da vorne? Das sind alles Quarter Horses bzw. Paints, ne? Und die Christina und ich, wir sind hier beide mit unserem Lipizzaner. Sind wahrscheinlich das ein oder andere Mal ein bisschen sinniger abgesprungen. Wenn man an manchen Stellen abspringt, bekommt man ja so eine Art kleinen Boost in Anführungsstrichen. Nein! Jetzt bin ich auch noch zu früh abgesprungen und hängen geblieben. Grrr. Ärgerlich. Aber krass, ne? Vorne sind wieder nur die Pferde des Quarter Horse Modells. Also sie sind schon wirklich, man sagt ja, dass sie schneller sind, weil sie flacher springen als andere Rassen. Und ich reite sie auch wirklich sehr, sehr gerne selber, muss ich sagen. So, aber Platz 6 ist jetzt auch nicht so schlecht. Also es könnte definitiv schlimmer sein. Denkt dran, es könnte noch schlimmer sein. Für jeden Schritt vorwärts macht man einen zurück. Da, 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 da. Es gibt eben nicht immer nur Sonnenschein. Aber denkt dran, es könnte noch schlimmer sein. Wer kennt den Zeichentrickfilm von Rudolf? Mit dem, hieß er Slyly? Slyly, ne? Der Polarfuchs, der hat das Lied gesungen. Ach Gott, das ist auch so eine Kindheitserinnerung, dieser Film. Er war total süß immer, habe ich enorm gerne geguckt. So, wer war denn alles dabei? Wir hatten dabei die Sabrina Oak Knight, die Monika Pandahaven, Sophie Flowersong, Holly Steel Girl, Lara Appledaughter, Sabina Crazy Home, Mia Nightmore, Camelia Greyride, Christina Dragon Valley, Pia Snowfoot, Ekaterina Almondborn, Susanne Seadaughter, Alexis Moonstream, dann reihe ich mich ein, Amira Turtlepaw und Melanie Understreet. Und ganz besonders herzliche Glückwünsche an die ersten drei Plätze. Auf Platz 3 die Petra Sweet Nose, auf Platz 2 Anouk Yellow Hurricane und auf Platz 1 die Luna Summerleaf. Ein sehr hübscher Name, by the way. So, ihr Lieben, das war's für heute von den Wins and Fails. Morgen sollte sehr wahrscheinlich auch nochmal eine Folge kommen. Es kann aber auch sein, dass ich es zeitlich nicht schaffe, weil die ja unter der Woche meist erst abends anfangen. Und ich heute recht früh oder recht spät, also jetzt am Montag recht spät im Stall bin. Und es kann auch sein, dass sich das dann zeitlich alles überschneidet. Muss ich mal noch gucken. Aber ihr Lieben, für heute verabschiede ich mich auf jeden Fall von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen
Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.